Wir werden hier an dieser Stelle eine kleine Goldgräberstadt noch machen. Das heißt, wir werden hier ein paar kleine Häuschen hinstellen. Einfach so, just for fun. Dass es hier auch ein bisschen schön aussieht. Außerdem werden hier dann auch noch Bahngleise ankommen, die von der Stadt her führen. Und jetzt gehen wir gerade mal gucken, was wir hier schon alles haben. Wir gehen jetzt erstmal zu einem. Oh Gott, ich habe schon wieder Hunger. Ich habe Kannst du noch. hier mal zeigen, was ihr hier schon abgebaut habt? Genau. Hier, der ganze Berg hier war ein riesen Sandhaufen. So. Den haben wir abgebaut. So, jetzt. Oh Mann. Den haben wir abgebaut, den Sandhaufen hier, um drüben die Arena zu bauen. Können wir auch noch zeigen, dann. Da kommen wir. Ich denke, wir machen, fahren, gehen mal kurz zur Arena. Die ist noch lange nicht fertig, da ist noch einiges zu tun. Hier wohnt King. King wohnt hier. King, genau. Oh, da liegen ein paar Knochen, die nehme ich doch mit. Der wohnt hier. Dann ich gehe mal gerade zur Arena rüber. Ich weiß gar nicht, weshalb man hier Sand gesetzt hat, um Bäume abzubauen. Ey. Arsch. Naja, das Geh sage ich weg. jetzt nicht. Vor allem der Baum ist nicht mal abgebaut, richtig. Also. Genau, das stört mich ein bisschen. Ja, das Da. können wir ja machen dann noch. Also. Bitte immer die Bäume richtig abbauen. So. Meine Fall damit. Oh Gott. Dann kommen wir hier hinten schon zur Arena. Die habe ich angefangen zu bauen. Die ist noch lange nicht fertig. Noch lange nicht. Die wird richtig fett. Das Die sieht schnieke aus. wird ein bisschen wie ein Kolosseum sein. Also hier außen werden noch zwei, drei Mauern hochgezogen. Wird rundherum mit Sandstein in der untersten Schicht sein. Bin der Krieger mit der Axt. Hier ist unser kleines Bauarbeiterhütchen. Ja, auch noch übelste Materialien drin. Der Bergunterschlupf ist das. Und dann haben wir hier die Eingänge für die Zuschauer. Also hier oben kommen Tribünen ringsrum. Und hier an den Seiten. Hier werden die Zugänge sein für die Kämpfer. Die laufen hier rein und betreten dann hier die Arena. So ist es geplant. Da können bis zu 4 Leute mal mitmachen. Genau, könnte man dann so als Challenge machen. Immer wieder mal. Ich In hatte den Streams mit, oder so. genau, mit einem seltsamen Mensch hatte ich auch überlegt, ob man das dann so als Wettkampf macht, im Sinne von jeder gibt 10 Diamanten und der Gewinner kriegt alle. Krieg alle, ja. So, Macht hier auch Sinn. ist auch das Schild. Hier entsteht die Kampfarena bei Mimo 98 und Baron LP. Hier wird natürlich dann auch eine Zugstrecke enden, weil wir wollen ja nicht immer hier ewig hin und her laufen. Die Stadtmauer ist auch schon weitergebaut worden von seltsamer Mensch. Ich glaube, die Erde da drin ist hohl, soweit ich noch weiß, ja. Ja, das ist ein bisschen schade, das müssen wir noch ändern. Dann sind wir aber jetzt schon in der Stadt. Danke, Genau, danke. jetzt sind wir in der Stadt. Was eben auch reinkommen wird, ist hier oben, da wo die Mauer im Moment anfängt. Also hier nebendran, wahrscheinlich eher da unten. Die Mauer wird hier ein bisschen runtergehen, drüben wieder hoch und da unten wird dann ein Redstone-Tor reinkommen. Also hier ungefähr. Ich werde mal überlegen, ob ich es mit Dings mache, ob ich es mit Obsidian Pressure Plates mache. Also, wenn Obsidian könnte ich alles dann fahren. Ich habe eh keine Hobbys. Mit den Obsidian Pressure Plates, der Vorteil ist eben, dass dort die Mobs die nicht Nicht genau. auslösen können. Aber das ist, soweit ich weiß, ist es bei Stein nicht auch so, oder ist es bei Stein, können die auslösen? Früher war, dass sie das mit Steinen machen konnten. Sehen gerade den komplett falschen Weg in sein Haus rein. Ich weiß. Ich gehe hier von oben rein.
Hier wohnt der Spieler, der gerade da war. Sirotoko. Sirotoko, also, genau. Luffy. Genau, Luffy auf YouTube. Das Land der Bäume. Sieht schon ganz schick aus hier. Der Apfel steht auf dem Kopf. Ja, das war ich. Ich mach den immer zu einem Po. Da ist er wieder. Wo ist er denn? Ich glaube, der ist gerade irgendwo am Farm, soweit ich habe ich mitbekommen. Nee, da ist er. Hallo. Ist er. Bist mit in der Aufnahme. So, genau. Also hier wohnt er. Dann. Wollen wir jetzt links oder dann? Gehen wir kurz zu dir. Ja, warte, dann können wir hier lang über den Weg. Oder willst du auf meinen Berg hoch? Ich würde über den Berg gehen. Na gut. Wenn ich hier irgendwie hochkomme. Nee, warte, komm her. Ja. Das ist. Solange keine Mobs hochkommen, ist alles gut. Ja, deshalb einen Block immer ein bisschen hinter die Mauer setzen, dann kann man rüberspringen. Also ich habe jetzt den Baum, muss ich noch fertig abfällen, das habe ich letztes Mal nicht gemacht gehabt. Aber ich habe hier alle Bäume abgebaut gehabt, weil ich in mein Haus draufbauen will und noch ein paar andere machen. Ja, hast du mega gebaut hier. Oder zumindest mal Kahlschlag gemacht. Ja, da kommen dann Fische rein, aber das ist jetzt noch lange nicht fertig. So, hier, das Ganze soll Aquarium werden. Wir haben noch mehr sogar. Alter. Was willst du hier für ein Teil hinstellen? Das soll bis hier gehen. Und noch ein bisschen weiter nach hinten. Also ich hatte hier mal und hier hatte ich eigentlich mal zwei Fische. Aber einer ist anscheinend verreckt irgendwie, lol. Bin mal gespannt. Da unten sieht man meine AFK-Angelfarm. Ja. Pack ich eine Amboss, darunter ist Zombie-Farm. Ich habe mir noch ein Level 30er Enchanted hier reingebaut. Ah ja, du bist auch gar nicht hier drin. AFK-Angelfarm. Ja, genau, die hatten wir schon mal gesehen. Ja, von oben da, vom Glas, weil mit Glas angelt es besser, also wenn man nicht ist. Das Level 30 Enchanter habe ich mir reingebaut, damit ich, wenn ich allein auf dem Server bin, nicht direkt von meiner Mob-Farm dahinter rennen muss. Ja, und deine Mob-Farm war hier irgendwo? Ja, rechts jetzt, direkt rechts. Aber die habe ich letzt auch ausprobiert, die hat bei mir irgendwie nicht richtig funktioniert. Ja, deshalb, ich habe das jetzt so gemacht, umso näher man dran ist, umso mehr Mobs spawnen. Und direkt hier über mir ist dann der Spawner, dann stelle ich mir hier, eine Minute stelle ich mich hier hin. Dann renne ich hinter, töte alles, stelle mich da wieder hin. So an sich, so läuft es eigentlich schon schnell. Aber okay. Wenn man allein noch nicht da will. Okay, cool. Warte, ich habe noch ein Secret, das kann ich dir auch noch zeigen. Aber wenn du es mir zeigst, wissen es alle. Alles mir egal. Habe ich eh schon eigentlich jedem gesagt. Und ich hätte auch fast alle. Also hier habe ich dir gesagt, den Abflug vor habe ich gemacht. Oh, das sieht eigentlich cool aus. Also dann kommt man hier so rein. Und dann. Ach, und hier. Warte. Das reinspringen. Ist es das, was ich gedacht habe? Ja, was ist das hier? Da kommst du oben wieder auf deinen Berg raus. Da habe ich mich nämlich direkt neben dem Fischteich. Genau. Ich nämlich gerade schon runtergelunzt und habe überlegt, was es ist. Okay. Ja, jetzt weiß ich. Jetzt können wir ja. Wollen wir zu dir oder? Wir sagen mal noch, dass da hinten der seltsame Mensch wohnt. Hier in der Mitte war ja unser Stadthaus. Das haben wir ja im Livestream, im allerersten Livestream gebaut. Die Brücke da drüben braucht noch ein paar Stützpfeiler, habe ich das Gefühl. Ja, das habe ich denen auch gesagt. Die haben gesagt, nee, das passt schon so. Die hängt ein bisschen in der Luft, aber naja, Statik ist nicht jedermanns Sache. Genauso wie der Baum hier, der gefällt mir eigentlich auch nicht. Ja, ja, den. Auf dem einzelnen Erdblock da war hier. Ich mir zu faul. Da war ich mir zu faul, den abzubauen, weil mein Weg. Dann habe ich gesagt, ja, lass ich den. Ja, man könnte. Ja. Naja, ist ja egal. Warum, dann baue ich den jetzt ab. Ja, da musst du aber auch oben den Baum drüber abbauen. Also wenn da jetzt oben drauf ein Baum ist, dann baue ich den gleich. Also, hier war mein Versuch, eine Mob-Falle zu bauen. Aber hier spawnt sowieso nichts. Also, hier ist erstmal brachliegendes Land, ist völlig wurscht jetzt. Kann man ja irgendwann mal was reinbauen, vielleicht. Genau.
So ist auch mein Gedanke. So. Die Netherrack, Netherwarzen hier. Haben wir ja schon gesehen. Ich bin ja wieder hungrig. Das erkennt man ja zum Beispiel wieder. Hier. Genau. Hier und meine zwei kleinen Aquarien. Und dann kommen wir hier ins Haus. Muss ich endlich mal fertig machen. Du hast wenigstens schon angefangen und hab das fast fertig, also. Ja, fast fertig. Achso, da fehlt was, ja, stimmt. Naja, von hier siehst du ja mein Werk, dann siehst du den Unterschied. Immer schon mal hier hinter. Also ja, der Unterschied ist deutlich zu sehen. hier kommt auch dann als nächstes schon das Dach drauf, also viel weiter werde ich nicht mehr gehen. Hier ist mein Keller, wie ihr ihn kennt. Ich kann mal gerade hier ein bisschen... Jetzt noch eine Frage an dich, du kennst Sinus? Ja, sag mir so. Was. Ja, der baut ja im Kraft immer Riesenhäuser, ungefähr so groß, vielleicht nicht so hübsch, also groß ungefähr wird mein Haus, deshalb habe ich den ganzen Berg so gemacht. Den werde ich noch flacher machen, also auf eine Höhe mehr bringen. Und dann läuft's. Ja, bin ich mal gespannt. Angenehme Nachbarschaft auf jeden Fall soweit. Vielleicht setze ich hier hinten auch noch einen Balkon raus, dass man dann auch ein bisschen eine Aussicht hat, weil durch die Fenster sieht man doch nicht so viel. Ich weiß, das ist Minecraft, das muss noch verändert werden, meiner Meinung nach. Oder ich setze hier vorne einen Balkon raus, dann habe ich die ganze Stadt im Blick. Ja. So, das war's aber von dieser Folge. Willst du seltsamen Menschen noch zeigen, oder? Ah, stimmt doch, bei dem gucken wir auch noch vorbei, dann wird's halt ein bisschen eine längere Folge. Ich habe hier noch einen Weg gebaut zum King hinter, also mit der Schaufel. Ja, habe ich schon gesehen. Hier wohnt der seltsame Mensch. Und das gesehen? Schon mal im Boden. Oh, jetzt unter dir. Ach so, die Fische. Ja, die kenne ich. Ja, ich wollte nur fragen. Das ist bekannt. So, hier wohnt er irgendwo. Brennt was? Ja, hier gemacht. Irgendwas brennt. Komm mal hier runter, was ist das denn? Ah, ja, stimmt. Was sieht geil aus, aber... Was das Boot hier zu tun hat, weiß ich auch nicht. Ja, vielleicht betet der irgendwen an und das ist auch nicht ganz symmetrisch. Wegen der Treppe. Ja. Also das generell... Sieht auf jeden Fall, als würde er den anbeten. Sieht cool aus. Ja. Mit dem Boden vor allem. Ja. Der Boden mit den Dinggräsern und Zeug unten drin. Das wollte ich mir in den Eingangsbereich pflanzen. Im Boden. Also, dass ich reingehe und dann habe ich da direkt ein Aquarium unter den Füßen. Gut. Also, das war's. Seltsamer Mensch, ich habe mir ein Buch von dir geklaut. Ist auf meiner Spitzhacke drauf. ich werde es wieder gut machen. Ja. So, das war's aber jetzt wirklich von dieser Folge Minecraft City 2. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Fireman. Ja, kein Ding. Ciao. Tschüss.